Okay. Döp, 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 döp. Oh. Was ist denn mit dir? Ich stehe hier und freue mich, das ist ja wunderbar. Ich halte meine Waffe, das ist ja sonnenklar. Komm auch du, schlag zu. Ich habe ein verdächtiges Geräusch gehört, dort vorne in der Tonne. Da wird sich doch wohl kein Feind versteckt haben. Hadebu! Und Schnuschnu. Na ja, okay. Ich erkenne es einigermaßen an. Eventuell bricht sie denen wirklich das Genick. Eventuell. So. Ist hier vorne noch jemand? Nein, eine leere Gasse. Unscheinbar. Ah, da vorne ist jemand. So, da kann ich hin. Laufen, 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 laufen. Und Schnu. Was bist du für einer? Irgendwas kann ich mit dir machen. Wobei unterhalten die sich? Man weiß es nicht. Wenn da ein rot ist und die anderen blau, dann muss doch zwangsläufig irgendetwas passieren. Okay. Hätte mich auch gewundert. Ist der andere jetzt auch abgehauen? Ich dachte, ich müsste ihn jetzt hinterrücks, aber... Okay, und das sind dann wahrscheinlich Zivilpersonen oder so. Eventuell. Vielleicht wurden die gerade ausgefragt oder was der Teufel was. Gut, interessiert mich nicht. Wenn man es nicht... Ich muss jetzt wahrscheinlich in die Richtung. Hätte ich jetzt gedacht. Halt, Moment. Ach so. Was, wie, wer, wo? Hilfe. Moment. Irgendwas. Was haben die ja gerade gemacht? Achso, sie erschießen mal wieder Zivilisten. Ist das schon der Warlord? Oder nicht? Oder doch? Oder. Irgendwas soll ich mit denen da machen? Steht ihr da jetzt rum? Oder bewegt ihr euch noch? Oder soll ich weiter in die Kathedrale gehen? Ich könnte dorthin laufen. Aber will ich dorthin? Wo sind die Typen hin? Da sind die Typen. Ne, mit dem roten Typen kann ich erstmal nichts machen. Ich meine, ich könnte dort rüber gehen und... Aber will ich das? Ich probiere es einfach mal. Oh, das war dumm. Ich habe den Knopf losgelassen. Ich hoffe sehr, dass die jetzt nicht gerade wieder in meine Richtung gucken. Was zum Teufel? Achso, er hat Proforma drauf geschossen, einfach so, um sicher zu gehen. Ja, ja. Munitionsverschwendung am laufenden Band. Ist richtig, ist richtig. So, die beiden Hansel da hinten interessieren wahrscheinlich gar nicht mehr, weil die sind schon viel zu weit weg. Achso. Kann ich... Lohnt der Weg hier auf der Seite? Das sieht doch aus, eventuell wie ein Schleichpfad oder so, oder? Wow. Hilfe. Ah, Jody, mach jetzt nichts kaputt. Die Kamera ist scheiße. Weil ich nichts sehe. Vermutlich, weil ich hier auch gar nicht lang gehen soll. Das kann durchaus sein. Okay, dann nicht. Versuch was wert. Okay. Laufen, laufen, laufen. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Sie waren hier. Ja, sie waren hier. Boah, die Mission zieht sich ein bisschen, oder? Ein bisschen. Da ist
الأغلبية أن تقرر بشأن مستقبلنا، ولكن ذلك من حق شعب بلادنا. Hört her, ich trage eine Brille, ich bin wichtig. Ja, das war sein genauer Wortlaut. Nur für diejenigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben sollten. Dup-di-dup-di-dup. Brillenträger for the win. Kann ich mir Tische vernünftig hinstellen? Das ist ja widerlich. Unzivilisiertes Pack. Okay, jetzt verstehe ich das mit dem Tisch. Trotzdem, ich hätte ihn wieder gerade hingestellt, nachdem das Feuergefecht beendet gewesen wäre, weil ich kann sowas nicht sehen. Wenn irgendjemand, also nee, das geht absolut gegen meine Natur. Ich bin ein relativ ordnungsliebender Mensch und wenn nicht alles so ist, wie ich es haben möchte, dann nee. Nee, da kriege ich da. Ich wäre für den Krieg absolut nicht geeignet. Ja, nun komm. Gedankenimpuls? So ein bisschen? Irgendwie so? Gedanken? Jetzt. Das ist eine Art Leuchtturm oder so da hinten. Man weiß es nicht. Oh. Ja. Sehen wir uns noch deinen letzten Gedanken an. Fast hätte jemand meinen Job gemacht. Ja, irgendwelche Leute vielleicht von der Zivilbevölkerung oder so, also von der, ja, keine Ahnung, er ist Warlord oder so, den wir da ausschalten sollen. Der wird nicht sonderlich beliebt sein. Ist meistens bei solchen Leuten so. Soll ich nicht gehen? Gut. Oder nicht, oder doch? Ich soll doch in die Richtung, oder nicht? Dachte ich jetzt. Dup. Wie gesagt, ich wäre sehr froh, wenn die zwischenzeitlich mal speichern würden. Was zum Teufel? Das ist total die Serious Sam-Umgebung. Es fehlt nur noch gleich ein Fetti-Fetti-Bum-Bum und ich bin voll im Element. Aber dann brauche ich bitte auch meinen Raketenwerfer. So. Was haben wir denn hier? Das wiederum könnte fast aus Zelda sein. Ein schöner, alter, verlassener Tempel oder so. Ja, ja. Da drin müssen wir jetzt erstmal Karte und Kompass suchen. Und den großen Schlüssel. Damit wir zum Boss können. Ja. Aber gut. Das echte Leben sollte manchmal viel mehr wie ein Videospiel sein. Und manche Spiele sollten vielleicht mal viel mehr wie ein Videospiel sein. Also, naja, okay, nee, das ist unnötige Kritik bei diesem Spiel. Ich meine, es ist fantastisch genug, dass man es eindeutig als Videospiel klassifizieren kann. Allein durch die Geschichte, durch die Fähigkeiten, die sie hat. Ich meine, ich will nicht abstreiten, dass es sowas in Wirklichkeit auch gibt, also auch nicht gibt, aber ja, irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine. So, hui, ist da hinten jemand? Ne, hab ich mir nur eingebildet. Dup-di-dup-di-dup-dup-dup. Warum muss ich so viel laufen und die haben einen Jeep? Das ist voll unfair. Kann das sein, dass ich voll konsequent an irgendwelchen Wachen und Leuten gerade vorbeigehe, obwohl ich das gar nicht möchte? Oder es kann einfach nur sein, dass die Gegend hier stinklangweilig ist. Wo kann ich hier nach unten? Hier kann sie natürlich keinen coolen nach unten springen Move machen. Stattdessen muss ich... Ja, was muss ich denn?
Wer? Wer, wo, wann? Ibrahim, Agnaktor, Kutsu, Kuropekel. Wer hat da geschrien? Da hat irgendjemand was gesagt, oder nicht? Achso, hier kann ich. Natürlich. Genau dieser Stelle kann ich nach unten. Keine anderen sonst. Oh wow. Er hat viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Machen wir. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, Jody. Jody. Was genau ist jetzt deren Problem? Geht's jetzt um uns oder was? Oder was? Oder warum haben die sich hier Gefecht? Ist egal. So. Ups. Oh, hat der Putte gemacht. Sowas auch. Gut. Was mit dir hier? Relativ elegante Art und Weise kann man so ein ganzes Schlachtfeld säubern. Das ist super praktisch, sowas. Na gut. Es sollte irgendwie mehr Leute geben, die solche Fähigkeiten besitzen. Aber ich kriege ziemlich langweilig irgendwie. Ich muss näher rangehen. Go! Im Notfall kann Aiden uns schon heilen. Hoffentlich. Kann ich. Kann ich jetzt? Ah, jetzt kann ich was machen. Mind Control! Und flop! Jetzt macht sie sich doch noch selber die Hände schmutzig. Das hätte auch Aiden machen können. Egal. Wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Ja, super Idee, das Kind mit uns mitzuschleppen. Ein Kindersoldat. Herrlich. Was zum Teufel? Au. Ach so, jetzt verstehe ich's. Was ich nämlich so halb verstanden habe, das war jetzt nämlich ein bisschen fies. Okay, das war auch fies. Hallo? Hallo? Nix. Oh. Wow. Danke, Sally. Ich hab dich gerettet und du mich. Jetzt sind wir überquert. Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm.
Der Turm ist da drüben. Al-Turidina Jabila Unek. La Burge Shabab. Da muss ich jetzt hin. Hast du Tschais Tschabukin Tschichi? Et Ta'ali, et Ba'ini. Was hab ich zu verlieren? Ja, Salim hinterher. Der Turm ist da drüben. Ja, wo soll er sonst sein? Du bist die ganze Zeit im Turm gefolgt. Egal. Gut. Ja, nee. Was gerade eben ein bisschen tricky war bei diesem... Wow. Bei diesem Kampf, bei diesem Nahkampf, war einzig und allein... Ach ja, Panzer, schön. Kommt mein Panzer rein? Nein, leider nicht. Was tricky war bei dieser Geschichte, war einzig und allein die Tatsache, dass man... Bei manchen Manövern, man musste echt gut aufpassen, das ist eben das Blöde. Bei manchen Manövern musste man zum Gegner hin agieren und bei anderen Manövern logischerweise vom Gegner weg. Weil er hat uns mit einer Schlagwaffe, mit einem Messer oder irgendwie sowas ähnliches attackiert. Und da sollte man natürlich nicht immer mit vollem Körpereinsatz eben hingehen und das versuchen mit seinen Armen und Beinen. Ich dachte, die Holzplanken brechen jetzt runter, mit seinen Armen und Beinen das abzuwehren, sondern sollte man eher ausweichen, was mir jetzt nur bedingt geglückt ist. Aber trotzdem, hat ja noch einigermaßen gepasst. Was zum Teufel? War das Salim, der hier aufgemacht hat, oder? Was bist du denn für einer? Oder eine? Oder was überhaupt und generell und sowieso und... Hi. Kann ich helfen? Oh, ich glaube, sie ist schon von uns. Okay, tut mir leid. Mein Beileid. Was war das da hinten jetzt? Flupp. Jetzt kann einen nicht mehr durch den Türrahmen schweben. Salim. Und hier hinten ganz viele böse Buben. Gut. Böse Buben, böse Buben, böse Buben, böse Buben. Ich möchte mich verstecken, ich möchte mich verstecken, ich möchte mich verstecken, ich möchte... Ich weiß noch nicht, was ich möchte. Was mache ich jetzt mit euch? Ach so, wieder drei Zivilisten und einer, der böse ist. Okay. Was? Wer war das? Hä? Ach, verstehe das noch. Egal. Die Situation überfordert mich ein ganz klein wenig. Mittlerweile habe ich übrigens vergessen, wo der Turm ist. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell, hilf mir! Schutzschild-Power! Hätte Aiden natürlich auch sagen können. Nö. War auch zum Glück überhaupt nicht auffällig oder so. Okay, kletter hoch. Salim. Das wiederum hat jetzt ein bisschen was von Resident Evil. Resident Evil 5. Immer diese Partner-Moves, die man machen muss. Bitte klettern. Bitte schnell. Bitte... Bitte habt Acht, ich bin nur eine zierliche Frau. Ich, Oh, verdammt. Eieieiei. Das reinste Schlachtfeld. Und der Turm ist noch so weit weg. Wo habt ihr mich hingejagt, Leute? Was zum Teufel? Das beste Call of Duty-Szenario. Dü-dü-dü. Also, so stell ich es mir vor. Hab lang kein Call of Duty mehr gespielt. Im Endeffekt kann ich fast gar nichts zu der Reihe sagen. Wollen wir vielleicht auch gar nicht hören. Insbesondere nicht in einem Let's Play zu Beyond Two Souls. Was nun? Achso. Verstecken. Hinter Ecken. In der Kantine. In der Schule? Doch, das war mal eine Schule oder so. Oh Gott. Kann man hier irgendwas noch angucken oder so? Was haben die denn gerade gelernt hier? Das ist offenbar Kyrillisch. Oder irgendwas in der Art.
vorne schaukel. Schaukel und rutsche. Schaukel ist außer Betrieb. Wer hat die Schaukeln entfernt? Meine Fresse. Und da hier wunderschöne Wachsmalkreide, Zeichnungen und so. Das Haus vom Nikolaus mit dem Fenster und Schornstein. Sonne. Wunderschöne Blumen. Okay. Beim Loswerden bin ich ein Spezialist. Wie wir wissen. Schnie, schnie, schnupsen, schnupsen. Mind Control! Dup-di-dup-di-dup. Hi, ich stech dich jetzt ab. Das ist so total random, wenn man sich das mal so überlegt. Dup-di-dup-di-dup-dup-dup. Hi. Ich mochte dich noch nie, Harald. So. Also wahrscheinlich hieß er eher Yusuf und nicht Harald, aber egal. Zum Glück können wir Auto fahren. Haben wir Erfahrung dran. Plupp. Yay. Okay,